So, wir kommen zu einem Spiel, Layers of Fear, und wir hatten Layers of Fear schon mal gespielt in einer sehr früheren Alpha-Version. Da konntest du halt nur bis zu einem bestimmten Punkt spielen und dann war halt Schicht im Schacht. Nun hat sich das Spiel sich so weit entwickelt, wo ich sagen kann, jetzt kann man das komplett durchspielen, ist komplett anders aufgebaut, viel besser als damals in der Alpha-Version. Und würde ich sagen, legen wir direkt los, weil morgen kommt eine DCL raus, eine Erweiterung und dafür möchte ich halt nochmal das Hauptspiel spielen und würde ich sagen, legen wir direkt los. Los geht's. So, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Wie gesagt, in dem Spiel handelt es sich um halt, wie gesagt, um einen Maler, Künstler und halt auch ein bisschen Musik. Also ist wirklich, wirklich sehr super gemacht. Also man muss halt sehr viel Texte lesen. Damals in der Alpha-Version, ihr habt zwar auch diese Texte, also halt so eine Zettel, wo drin stand, werdet ihr sehen, ich werde nichts verraten. Nur war damals alles Englisch und du musstest damals halt in Englisch durchlesen und du hast halt nichts verstanden. Nur ist das Spiel jetzt so weit, jetzt kannst du schon die Texte auf Deutsch lesen, halt, also das Dokument ist halt in Englisch und du kannst dann halt eine bestimmte Taste, eine Taste auf eine Tastatur drücken, wo du dann halt auf Deutsch lesen kannst, also wirklich, wirklich sehr nice gemacht. Also. Im Spiel sind manche Szenen sehr dunkel, also dann wirklich nicht wundern, wenn ich mal wirklich im Spiel mal nichts sehe oder da ist ja da, musst du drücken, wenn ich es nicht sehe, weil Sonne scheint, der knallt hier direkt drin, schau ich, die habe ich unten, ne? Und ich versuche hier mein Bestes. Wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Ist doch so eine kleine, nein, ich will nicht sagen Schocker, Scheiße oder Horror, das Dings. Ist schon so ein bisschen, ja. Könnte mal ein bisschen zucken, wenn man es nicht kennt. Triumph eines Künstlers. Galerieeröffnung bringt Kritiker zum Staunen. Manche nennen ihn den neuen Caravaggio, andere vergleichen ihn mit von Eck oder Eick. Ein von Ehrfurcht ergreifender Kritiker, der nicht namentlich genannt werden will. Ging sogar so weit, sich auf den Geist des Großen Leonardo zu berufen. Egal, wie sie es ausdrücken wollen, die Ausstellung war ein durchschlagender Erfolg. Der ausgeprägte Stil von ist für seine einzigartige Mischung von Renaissance-Einflüssen sowie fortschrittlichen Techniken gepriesen worden. Der Künstler selbst besuchte die Veranstaltung gemeinsam mit seiner hinreißenden Verlobten, atemberaubend anzusehen in ihrem schwarzen Abendkleid. Enthüllte für uns exklusiv, dass das Paar tatsächlich bald Nachwuchs erwarte. Entschuldige mich auch schon mal dafür für manche Sprachfehler. Manche Texte sind hier wirklich nicht einfach, ja. Sehr geehrter Herr, wir bitten Sie höflich darum, unsere Schädlingsbekämpfer nicht wieder zu belästigen, sowie von weiteren höchst unangemessenen Schreiben an uns Abstand zu nehmen. An dieser Stelle möchte ich Sie darauf hinweisen, dass meine Mutter eine äußerst respektable Dame ist, die nicht besonders gütig auf derartige Anschuldigungen reagiert. Alle unsere Mitarbeiter, die ihr Anwesen besucht haben, konnten keinerlei Hinweisen auf einen Schädlingsbefall feststellen und entscheiden sich daher zu keinen weiteren Maßnahmen außer einer lediglichen prophylaktischen Giftausbringung. Wir bitten Sie, diese Schreiben als unsere letzte Warnung anzusehen. Andernfalls wird der nächste Brief, den Sie erhalten werden, von unseren Anwälten stammen. Mit freundlichen Grüßen, Karl Denton, FA, Pesky, P, Schädlingsbekämpfung. Sehr schön. Ja, und wie gesagt, man kann hier wirklich sehr, sehr viele Türen öffnen und einfach Wahnsinn. Konnte man damals auch schon, aber wie gesagt, nicht so ausführlich wie jetzt. Schon sehr geil gemacht. Farben, Gold, Rosa, gebranntes Umbrasina, Pinsel, X25, Lufterfrischer, X50, Äpfel, 10 Kilo, Schnaps, X30. Ich denke mal, da wird die Menge gemeint sein. Oregano, Paprika, Paprika.
aber nichts, was uns hier weiterbringt. Dachte mir schon, dass du die ganze Nacht wach bleibst, also habe ich dir eine Leckerei gemacht. Weißt du, ich wette, selbst ein Rennbrand hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht und wie der Rest von uns gewöhnlichen Pack, Entschuldigung, einfach geschnarcht. Ich weiß schon, ich hab's in anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel, ich liebe dich. Geschrieben war ja, dass wir hier irgendwie keine Rattenplage haben, wa? Aber das bezweifle ich hier irgendwie. Jetzt kann man sich hier auch schon im Spiegel betrachten, wie hässlich man ist. Oh, ja, sehr schön. Licht ist immer gut. FA Achillesprothesen. Einmal unter Knieprothese. Wie zum Teufel konnten die bloß die Länge versauen? Ja. Das ist dann einfach mal so. Das zu. Und wie gesagt, man kann hier wirklich jede Schublade öffnen. Es tut mir leid, wegen gestern. Du hattest recht, ich habe überreagiert. Es ist nur so, es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich schätze, ich habe immer geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu sterben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten. Versprochen, wir reden später weiter. Ich liebe dich. Ja, die Texte sind manchmal echt krass, ey. Oh, alter Rattenplagen da unten. Rattenfinger, wie man die Scheiße nennt. Little Vini und Partner, haben Sie ein Rattenproblem? Ich denke schon, rufen Sie uns an und vergessen Sie es. 555-3825, schnell, effizient und diskret. Ja. Auf jeden Fall. Gehen wir mal hier runter im Keller. Ja, Licht musst du anmachen, ey, sonst siehst du hier gar nichts, Alter. Rattenplagen ohne Ende hier. Hammer. Am besten man guckt sich das Video abends an oder man spielt abends, aber dann ist jetzt wegen der Webcam scheiße. Deswegen spiele ich das so. Ich denke mal, man sieht mich und ich denke mal, ich mache das nicht zum ersten Mal und es geht schon. Zeugnis lesen 3453, Schreiben 4234, Mathematik 5453, Wissenschaft, Gesundheit 3435, Sozialkunde 4354, Kunst 1121, Musik 2121. Weil ich euch gesagt habe, wie gesagt, Kunst, Musik ist ja gut, Sport vom Unterricht entschuldigt, Notendurchschnitt 4, 4, 4 und die 3. Gut, hier liegt jetzt weiter nichts mehr, also können wir hoch. Spielen hier mit 120 FPS. Standard wären eigentlich 60, aber wir spielen hier mal mit 120. Läuft auf jeden Fall. Boah, Alter. Keine Ahnung, wo der Ball jetzt herkam, ey. Komisch, ey, Kindschalter hier, ey. Sehr komisch, ey. Und ihr müsst auf jeden Fall das Spiel hier weiter verfolgen. Wenn ihr euch jeden Tag ein paar Tage guckt oder zwei und das wirklich bis zum Ende verfolgt, glaubt mir, das lohnt sich auf alle Fälle.
Ich weiß, von was ich rede. Wie gesagt, ich habe das Spiel halt schon mal gespielt, in der sehr frühen Alpha-Version, und das war schon krass, ey. Müsst ihr euch unbedingt angucken. Links bin ich, rechts ist Toni und in der Mitte ist der David. Ja, werden wir hier mal überall Licht anmachen, weil sonst sehen wir hier gar nichts. Das Spiel ist wirklich ein Klassiker, ey. Ich freue mich morgen schon auf die DCL, Alter. Wie sauer, ey. Das wird richtig geil, Alter. Das wird auch dann. Ne? Zwar Let's Playen, aber ich muss erstmal hier das Hauptspiel nochmal durchspielen, dass damit ihr merkt, worum das hier geht in dem Spiel. Rotkäppchen. Boah. Ein bisschen zerfleischt. Schlüssel haben wir jetzt. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du im Moment eine schwere Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Isolation malen zu lassen. Auch der guten alten Zeiten wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe ge gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zinnstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingereicht hast. Er friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich berufe es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Lion Brixton, Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen. Das ist wirklich eine sehr geile Geschichte. Also, müsst ihr auf jeden Fall verfolgen. Hier haben wir verbrannte Noten. Hab die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Das neue Gesicht der Musik, eine Nacht in der Oper wird eine Nacht zum Erinnern. Mag zwar noch kein bekannter Name sein, aber warten Sie es nur ab. Die unglaublich begabte Multi-Instrumentalistin gab letzte Nacht eine verblüffende Vorstellung, durch die sie selbst die passioniertesten Zweifel überzeugen konnte. Sie war einfach erstaunlich. Solche Leidenschaft, Energie und Fähigkeit habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, äußerte sich der berühmte Pianist Daniel Richter. Er war nicht der Einzige mit seinem Lob, es scheint, dass sogar Antoni Giles, einer der schärfsten Kritiker von Punkt, 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 die endlich in einem anderen Licht sieht. Von Giles war man bisher eher geringschätzige Kommentare über die Künstlerin gewohnt, wie zum Beispiel: Es gehört mehr dazu, Musik zu machen, als bloß Enthusiasmus und ein hübsches Gesicht. Nach der gestrigen Vorstellung darauf angesprochen, ob er seine bisherigen Kommentare bereue, erhielten wir von Herrn Gilles einen Gesichtsausdruck, der lediglich als eine Mischung aus Ehrfurcht und Peinlichkeit gedeutet werden konnte, auf erneutes Textende. Galaktisch große Eröffnung in Flammen. Verheerender Brand im neuen Kaufhaus, Dutzende kämpfen noch um ihr Leben. Die lange erwartete Eröffnung des neuen Galaktikkaufes wurde eine Hölle auf Erden, als ein Kabelbrand das Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es der Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hunderte unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammen entfernt zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden.
Der Besitzer des Galactic Rolex Sheffield hat bisher jeglichen Kommentar zu den tragischen Ereignissen abgelehnt. Entschuldige, konnte nicht schlafen, das Bein hat wieder Ärger gemacht, dachte mir, ich könnte genauso etwas gut etwas arbeiten, ich liebe dich. Und wenn ihr halt die Videos verfolgen wollt, könnt ihr auch gerne mal auf meine neue Homepage gehen. Die ist jetzt frisch eingerichtet, die ist jetzt knapp eine Woche alt. Könnt ihr wirklich mal spritzig mal reinschauen. Lohnt sich auf alle Fälle. Gute Leute, gute Kumpels sind da auch verzeichnet, also guckt wirklich mal rein. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, dass für ein Chaos darin herrschte. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück in Ihr Büro gebracht und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn ihr halt auf der Homepage gehen wollt, guckt meine Beschreibung. Da ist halt eine Internetseite und da könnt ihr halt mal sehr gerne raufgehen. Ihr könnt, ihr müsst nicht. Ich habe es so satt, dass wir uns über diesen Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Naja, als Maler hat man halt mal seine Tücken, ne? Das würde ich denke mal Schnaps sein. Was haben wir hier? Pinsel und Farben, das zu. Ja, wie gesagt, das ist ein Büro. Kunst und Musik. Und ich lasse hier einfach mal den Vorhang fallen gleich. Verloren. Du verdienst. Ist, beende es. Vorhang runter. Und jedes Mal, wenn man den Vorhang runterzieht, geht es dann halt praktisch im nächsten Kapitel weiter. Und dann ändert sich alles. Es lohnt sich auf jeden Fall am Ball zu bleiben. Also haut da rein. Bis dann.